Hallo liebe Far Cry 3 Freunde, mein Name ist Pitwalker, ich starte wieder mal in eine Multiplayer-Session hier bei Far Cry 3. Ja, leider die Suche nach Übertragung hat nichts gebracht, somit hier mal ein schnelles Spiel, keine Ahnung, wo es mich hinführen wird. Leider scheint es wirklich so zu sein, der Multiplayer ist nach wie vor relativ tot hier. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht so ganz genau, vielleicht kommt er nicht oder doch nicht so gut an. Ja, ich habe auch noch nicht so viel gespielt, dass man jetzt wirklich ein hundertprozentiges Urteil erlauben kann, aber ich habe schon das Gefühl, dass dieser Multiplayer-Modus auch nicht ganz so richtig weiß, wo er hin will. Auf der einen Seite hat er ein bisschen was von, ja, weiß ich nicht, von was, ich mag den Vergleich nicht unbedingt, aber Call of Duty ist einfach so der Maßstab bei dem, ich nenne es mal schnellen Shooter, wo man flott und zügig herumläuft und Gegner schnappen will. Auf der anderen Seite, ja, ist es doch ein bisschen so, dass er was anderes mitbringen will, aber ja, halt auch nicht auf diese Konsequenzen und sagt, boah, da ist irgendwas Neues da. Also, ja, ihr seht es hier auch auf der Schnellsuche. Tja, zu dritt sind wir hier. Kurzzeitig waren wir nur zu zweit und irgendwie rührt sich da gar nichts. Die Frage ist, was wir natürlich machen. Hier warten oder weiter tun oder was der Teufel was. Wenn ich jetzt hier rausgehe, wahrscheinlich und wieder auf schnelle Spiele klicke, komme ich wieder in dieselbe Lobby rein. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht, was das immer so heißen soll. Überprüfe Eignung Lobby 1 bis 25. Gibt es 25 Lobbys oder, ja, wie gesagt, bin ich wieder in derselben Gruppe da. Gibt es wirklich hier 25, 22 Lobbys und passt das nur nicht oder was ist da los? Keine Ahnung. Tja. Multiplayer ist, würde ich mal sagen, definitiv tot. Deshalb wieder raus hier. Was soll's. Aber was wir vielleicht kurz machen können, und zwar machen wir einen Blick auf den Map-Editor. Denn dieser war ja bei Far Cry 2 auch schon eine tolle Sache. Grundsätzlich. Ja, grundsätzlich deshalb, denn auch dort war das Problem eigentlich das gleiche, der Multiplayer. Es hat sich nicht viel getan, beziehungsweise hat er mir persönlich nicht sonderlich gefallen. So, ich nehme mal, ich speichere den einfach mal hier hinein. Generiere Wildnis. Ja, man kann eine gewisse Anzahl von Ressourcen positionieren. Es war schon lustig in Far Cry 3 solche Maps zu bauen, wenn man sich wirklich so nach eigenem Gutdünken da austoben kann, eine Map hinklatschen kann, wie man sie haben will, was man haben will, ob es jetzt viele Gebäude waren, Berge, Landschaften, Wasser, Gebüsch, Bäume, weiß der Teufel was, man konnte sich wirklich bauen, wie man haben wollte. So, ich habe keine Ahnung, wie ich das steuere. So, ich bin nicht. Meine Insel. Ein bisschen rauszoomen da. So kann ich mir sagen, das machen alles. Ah, hier meine Objekte. Okay. Ich bin auch das erste Mal da, nur keine Angst. Also. Ah, Kamerahöhe. Okay. Gut so. Wir können es natürlich so. Warte mal, das ist ein Auswahlrädchen. Okay, Schnappschuss, Straße, spielbarer Bereich. Machen wir eine Straße mal. Oh, spielbarer Bereich wollte ich jetzt gar nicht. Nein, ich will eine Straße haben. So, dann können wir uns mal aussuchen. Hups. Dann können wir uns mal aussuchen. Wir haben da links im, da unten die Markierung jetzt. Ja, welche Straße wollen wir bauen? Und zwar. So, Punkt hinzufügen. Und da können wir eine Straße malen. Zack. Und dann ist sie auch schon da. Und dann von dort, die verlegen wir da wieder rüber. Okay, dann machen wir von. Ah, sag. So, SP-Linie auswählen. Nö. Dann. Also das ist nicht so richtig sonderlich geklappt. Breite der Straße können wir definieren, okay. Und dann können wir das hoffentlich irgendwie speichern da. Wie kann man das speichern?
Oh, da kann man es jetzt knicken, okay. Ah, okay, verstehe. Im Prinzip zeichne man einfach den Punkt von wo noch hin und kannst dann entsprechend biegen. Wo ist so genau, wo wir es jetzt eh nicht haben? So, dann bei Objekte reinklatschen. Was gibt es hier? Objekte. Neues Objekt, Objekt editieren, neues Objekt hinzufügen. Natur, Beleuchtung, Deko. Nehmen wir Beleuchtung, was gibt es da? Okay, spannend. Ja, ich kann mir da jetzt, das kann ich nachher tun, ein Fass. Das hinzu, da haben wir jetzt dieses Fass stehen. Ja, das schaut jetzt hier vielleicht gar nicht so spannend aus, aber du hast ein paar andere Sachen hinzu. Das, was haben wir denn da? Das braucht man nicht zurück. Gibt es ja Gebäude auch irgendwo? Objekte, Sammelsysteme, Textur, Straße. Neue Objekte hinzufügen. Spielmodus Spiel, verschiedene stehende Fahrzeuge. Ein Landfahrzeug, da klatschen wir einfach hier. Was ist das da? Ne, ist mir zu groß. Einen Truck, den stellen wir hier irgendwo. Und dann da mal noch hinzufügen. Ein bisschen vermisse, wo sind die Gebäude eigentlich? Themen, Geräte, Möbel, Verschiedenes. Also, da haben wir ein Gebäude, Doktorhaus. Greenhouse, na bitte, das stellen wir da ja. Das Ganze macht natürlich dann Sinn, wenn man sich das, wenn man das Ganze dann entsprechend begeht, dann schaut das wirklich genial aus. Pass auf, kann man es irgendwie drehen eigentlich? Rechten ist die Kalten. Kamerahöhe, aber Optik drehen, links drücken. So, sollen wir das ein bisschen ins Meer reinsetzen? Da her so, zack. Was gibt es da noch? Alles Schönes da. Was haben wir denn da? Ah, okay. Wow. Ja, nicht zu groß, wollte nicht. Was immer das sein soll. So, stellen wir mal her. Und wir können das Ganze natürlich dann entsprechend testen auch. Und zwar war das, so war das, irgendwie Menü, Map testen. Dann wird die Map jetzt generiert, so wie wir es eingestellt haben. Und dann kann ich hier herumlaufen. Und das, man, das wäre ja schon eine coole Sache, wenn man es wirklich schaut, so, das, was wir jetzt selber hier hergestellt haben, also den Truck haben wir hier hergepappt, das Gebäude hier hergestellt, hier brennen unsere Fässer. Und das ist ja dann eigentlich schon cool, oder? Wenn man sagt, man baut wirklich selber was her und kann dann sich in dieser selbst kreierten Umgebung austoben, kann das ja schon eine recht spaßige Geschichte sein. Also das ist schon eine tolle Sache. Aber wie gesagt, es nutzt das Ganze nichts. Es nutzt hier dieser ganze Map-Editor nichts. Es nutzt die ganze tolle Idee nichts, wenn es natürlich keine Spieler gibt, wenn niemand das Ganze zockt. So, schauen wir uns irgendwas. Geländewerkzeug, was kann man da machen? Da kann man hier das Gebiet erhöhen oder flacher machen, ja. Also bis zur Wasserhöhe natürlich. Und so kann man sich dann entsprechend eine Hügellandschaft kreieren. Und das ist schon cool, das funktioniert schon einmal frei. Oder eben, es sagt, ihr wollt einen Wassergraben haben, dann macht man sich das heute, halt, ja, ist ja kein Problem. Dann hat man den Wassergraben da. Es läuft alles hier recht nahtlos, geht recht flüssig, also das ist alles eine tolle Sache. Da kann man auch die Härte, Verzerrung und so weiter, das kann man sich alles einstellen, sehr cool. Man sieht hier gleich, wie sich das anders auswirkt. Also wirklich da, zack, da geht es gleich wirklich ratzfatz runter. So, was haben wir noch da? Da kann man anheben, absenken, einebnen. Eineben ist ganz praktisch, das kennt man auch vom anders, da kann man den Radio vergrößern, dass das ganze Gebiet ein bisschen angepasst wird. Ja? Wenn ich das drücke, seht ihr, dass das Ganze ein bisschen so
Das eine wird ein bisschen tiefer, das andere ein bisschen höher, dass es nicht so extrem ausschaut und dann schaut es so ein bisschen ja, realistischer aus von der Umgebung. Kletten, Rampe, Erosion, da kann man das Ganze ein bisschen hässlich werden lassen. Hier wird es ein bisschen einsinkt dann, ein bisschen uneben wird. Also kann man die ganze, das ganze Gebiet wirklich entsprechend kreieren und ja, zusammenbauen, wie es einem gefällt. Und auch hübsch gleich ein Loch. Was für ein Loch auch das immer ist, das kenne ich auch nicht. Was ist das da? Aha, ein Uhr. Ja, nette Ideen, nette Sachen. Texturen malen. Was will ich hier? Was kann man hier malen? Auch ein bisschen Sand hier. Ein bisschen einsanden, dass es nicht zu grün ist da. Jo, geht auch ganz nett. So, stellen wir noch ein paar Objekte her. Auch hier zum Spaß an der Freude. So, da, so Objekte, Objekt platzieren. Was haben wir da noch? Verschiedene Stehensfahrzeuge, Natur, Bäume, Pflanzen, Vegetation, Felsen, Küste, Dschungel, Korallen. Nehmen wir mal Küste. Ah ja, da sehen wir jede Menge. Nehmen wir Felsen her, Pflanzen, wie es uns gefällt. Steine, groß und klein. Ah, das ist schon etwas, hier nicht alles möglich ist. Hier direkt ein bisschen so Schotter und Geröll. So, dann schauen wir nochmal auf die Map drauf. Einen letzten Blick hier in die Testversion. Ja, ich bin ja wirklich kein Künstler, was hier das Map-Bauen betrifft, aber ihr seht auch hier schon gleich erste Erfolge. Die Steine und Felsen liegen alle da. Meine Hügellandschaft, meine ein bisschen eingefärbte Gegend. Ja, so wie man es haben will, so wie man es sich einfach vorstellt, kann man es dann basteln. Hier mein Wasser. Natürlich müsste man hier jetzt nicht die Landschaft anpassen und so, das ist ganz klar. Aber ihr seht schon, Möglichkeiten wären jede Menge hier. Potenzial hat es nach wie vor. Also Far Cry 2 Zeiten habe ich mir auch eine mächtige Map gebaut, die wirklich toll war und Spaß gemacht hat. Aber ja, ich konnte sie alleine bzw. mit einem Freund spielen. Ja, mal schauen, ob das noch besser wird, wenn die Story von vielen Leuten vielleicht abgeschlossen ist. Vielleicht wird es dann besser. Und somit sage ich mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen kleinen Einblick. Ja, ich bin hier selber kein Genie. Habe mich auch noch nicht großartig damit beschäftigt, mit diesem Map-Editor. Ich kenne, wie gesagt, auch nur von Far Cry 2. Grundlegende Idee, grenzgenial. Toll zum Arbeiten geht es auch mit diesem Stückchen hier, mit diesem Part von Far Cry 3. Aber leider, wie gesagt, nutzt das Ganze nichts, wenn kein Mensch drauf spielt. Und so denn, sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.